Krass. Haben ihr Ziel erreicht. Hubertus? Also Cash, wo hast du dich versteckt? Nein, hier ist nichts. Nein, auch keine kleine wasserdichte Plastikbox. Moment mal, wieso eigentlich wasserdicht? Aha, sicher, ganz sicher. Okay, Pippi, ich check da mal was. Hörst du das? Ich glaube, da kommt ein Motorrad. Es kann ein anderer Geocacher sein? Shit, okay, ich beeil mich. Ich ruf die an, ja. Wow! Jackpot! Was zur Hölle? Hallo Puffbohne. Oder doch Dark Devil? Du kleiner Mistkerl! Dark Devil! Schotter. Danke, Johnny. Ich hätte nie gedacht, dass Geocachen so aufregend ist. Und dieser Mobile-Fahrer hat wirklich versucht, dich festzuhalten? Der war vielleicht gruselig. Das war bestimmt dieser Dark Devil. Dark Devil ist ein Mädchen. Echt? Na egal. Auf jeden Fall habe ich ihm jetzt den letzten Sticker abgejagt. Und wo ist Hubertus?
Er hat gedacht, sein tolles Handy sei besser als sein GPS-Gerät. Na, Hubertus, auch schon da. Ach, ärgere ihn nicht. Wieso? Ist doch dein neuer Freund und nicht meiner. Er wollte doch nur den Cash für mich finden. Sorry, Pippi. Hat leider nicht geklappt. Glückwunsch, Johnny. Danke. Kein Ding. Du hast es dir echt verdient. Hab ich's dir nicht gesagt? Hubertus hat sich total verändert. Vielleicht sollte öfters mal eine Treppe runterfliegen. Johnny, das ist nicht witzig. Na gut, ich will noch mal los. Meine Jacke liegt noch im Wald. Bis zum Abendessen bin ich wieder da. Okay. Das ist doch... Entschuldigung. Ich muss es mal lesen. In meinem Internat wird geteilt. Ist jemand verletzt? Geh zurück, was du in dem Haus gefunden hast. Kapiert? Das habe ich nicht mehr. Willst du mich verarschen? Nein, einen Sticker habe ich noch Freundin geschenkt. Wirklich. Bis morgen legst du alles wieder dahin zurück, wo du es her hast, klar? Wenn nicht, kommt der kleine Johannes Enns. Mächtig Ärger. Hast du einen Geist gesehen oder so? Alles in Ordnung? 12.000 Euro. Unfassbar viel Geld. Hier schreiben sie, dass der Typ heute gesichtet wurde. Ja. Mit 12.000 Euro ist er doch schon längst über alle Berge. Leute, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Johnny, alles okay? Da war dieser Typ, dieser Geocacher, der mit dem Moped. Der hat gesagt, ich soll zurückbringen, was ich in dem Haus gefunden habe. Bis morgen. Wenn nicht, dann